Vielleicht hast du dir auch schon die Frage gestellt, was sind die häufigsten Fehler von Existenzgründern? Nun, ich werde dir heute die wichtigsten Fehler, die häufigsten Fehler beantworten. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung, sondern ich habe selbst auch viele Firmen selbst gegründet, weit über 10. Und ich habe mehrere tausend Unternehmen schon begleitet, Gründer begleitet, entweder in Wachstumsphasen, in Gründungsphasen oder in Verkaufsphasen. Und alle machen einen dieser Fehler hier. Und ich lade dich ein, sorgfältig aufzupassen, damit du diese Fehler nicht machen musst. Der größte Fehler ist, den viele Gründer machen, dass sie sich erst ganz zum Schluss Gedanken machen, welchen Fisch sie aus dem Wasser ziehen wollen, also welche Zielgruppe sie erreichen wollen. Die meisten denken über sich selbst nach. Was kann ich Tolles? Was habe ich Tolles gelernt? Was habe ich schon immer gemacht? Was will ich in der Zukunft machen? Was machen die anderen? All das sind falsche Ansätze, denn du bist dazu da, an den Markt zu treten, um ein Problem zu lösen. Und zwar nicht von dir, sondern vom Fisch, von dem Kunden, von anderen Menschen. Und da lade ich dich ein, also hier dir genau Gedanken zu machen, ist es ein Süßwasserfisch, ein Salzfisch, ein großer Fisch, ein kleiner Fisch? Sind es also alte Menschen, junge Menschen, sind es Männer oder Frauen, ist es die Unterschicht, ist es die Hochschicht, die Mittelschicht? Sind es die zukunftsorientierten Kreativen oder sind es die Traditionalisten, die Konservativen? Das ist super relevant für den Rest deines Geschäftsmodells. Der zweite große Fehler ist, wo du dann mit deinem Unternehmen auch eintreten willst. Also wo ist deine Branche? Ist es B2B, ist es B2C? Denn entscheidend ist auch beim Angeln, ob du Süß- oder Salzwasserfische angeln willst und ob du am richtigen Gewässer stehst. Wenn du beispielsweise bei dir zu Hause am Gartenteich stehst, nun, dann wirst du wenig Lachse angeln. Es bedeutet also, dass du deinen Standort dorthin verlagerst, wo die Lachse leben. Der dritte große Fehler ist, dass Gründer sich viel zu spät Gedanken machen, wie sie dann die Zielgruppe erreichen wollen. Also wie sind die Zugangskanäle, die Eintrittskanäle, die Vertriebskanäle? Wie genau möchtest du als Angler den Fisch erreichen? Ist es ein Netz? Ist es eine Harpune? Ist es eine Angel? Und so ist im Marketing nicht anders, dass du genau dir Gedanken machen musst, auf welchen Wegen, den Ebenen, Kanälen, Social Media Content, über deine Webseite, über Marktplätze, online oder offline deine Kunden erreichen willst. Allerdings reicht dein Marktauftritt nicht alleine aus. Eine schicke Webseite, ein schicker Webshop oder wo auch immer du deinen Standort hast. Du brauchst letztendlich noch konvertierende Elemente. Du brauchst Landingpage, du brauchst Verkaufsseiten, du brauchst Point of Sales. Denn dort erst, wo der Kunde anbeißt, wo der Fisch an den Haken geht, wo du in Interaktion tritt und eine Entscheidungsmöglichkeit lieferst, erst da entstehen Aufträge, erst da entstehen Umsätze und später auch Gewinne. Und selbst wenn du eine technisch saubere Landingpage hast, Point of Sales hast, ein schönes Geschäft, eine schöne Ausstattung einer Gastronomie, kann es sein, dass du komplett am Kunden vorbeigeplant hast. Denn letztendlich muss an dem Haken noch etwas dran sein, damit der Fisch anbeißt. Und so musst du auch dem Kunden etwas liefern, in Vorleistung gehen vielleicht oder eine Reputation, ein symbolisches Kapital aufbauen oder informatorische Leistung mittels Werbung verbreiten. Und das nennen wir Köder beim Angeln. Und dieser Köder, der schmeckt leider viel zu häufig dem Angler selbst am besten. Denn er isst so gerne Schwarzwälder Kirschtorte und packt dann an den Haken Schwarzwälder Kirschtorte. Aber es interessiert die Forelle nicht. Die will vielleicht fliegen oder einen Wurm oder Teig. Und das ist deine Aufgabe, dich psychologisch in den Fisch hineinzudenken, in deine Zielgruppe reinzudenken, zu überlegen, was ist sein Bedarf oder besser noch, was ist sein oder ihr Leidensdruckthema? Wo sind Probleme, wo ich Lösungen liefern kann und wo der andere bereit ist, auch freiwillig dafür eine Gegenleistung in Form von Geld zu überbringen? Ein weiterer großer Fehler, den Gründer und Unternehmer machen, ist das, was ein Handwerker gemacht hat, dessen Auftragsbuch voll war. Der hat den ganzen Tag gearbeitet und die Kunden haben angerufen, aber er war nicht erreichbar. Und war er doch mal schließlich erreichbar, hat er versprochen, ein Angebot rauszusenden, aber hat es nicht gemacht. Folglich hat er sein Auftragsbuch leer gearbeitet. Nach 2 Monaten hatte er keinen Auftrag mehr und damit keine Umsätze, aber auch keine Kunden mehr. Und seine Reputation war schließlich auch zerstört, weil im Internet schon die ersten geschrieben haben, bei dem brauchen sie sich gar nicht melden, der meldet sich sowieso nicht, ist unzuverlässig. Ist der gute Ruf, deine Reputation, dein symbolisches Kapital erstmal ruiniert, lebt sich völlig ungeniert und der Gang zum Jobcenter ist nahe.
Damit dir das nicht passiert, mach dir also Gedanken, nicht nur wie du den Fisch an den Haken bekommst mit dem richtigen Köder, sondern wenn er dann am Haken ist, dass du ihn auch rausbekommst, dass du eine Sales-Abteilung hast, dass du einen Sales-Funnel, einen Prozess hast, wo sichergestellt ist, dass innerhalb von kürzester Zeit sich jemand beim Kunden auch meldet, beziehungsweise beim Lead, der noch ein Nicht-Kunde ist, und dass du ihn begleitest vom Phase-Lead bis hin zur Phase-Order, Lead-to-Order-Prozess. Da verschenken viel zu viele gute Kunden. Und erst wenn diese Kunden gefangen sind, wenn diese eingebunden sind, gewonnen sind, in Umsatz umgewandelt sind, hast du auch mehr Erträge, um schließlich auch mehr Mitarbeiter einzustellen, die dich dann Zug um Zug entlasten können. Wie du siehst, kannst du eine ganze Menge von der Natur lernen, vom Angeln lernen. Und deshalb bin ich so gerne auch draußen im Survival-Training unterwegs, weil es mich immer wieder an die Wesentlichkeiten, auch an die Aufgabengebiete des Unternehmerseins erinnert. Und ich lade dich ein, dir Gedanken zu machen, wie du diese Fehler nicht wiederholen kannst, wie du dich davor schützt, dass du die richtige Zielgruppe im richtigen Gewässer, mit der richtigen Positionierung, dem richtigen Zugangskanal erreichst, einen Haken ransetzt mit dem richtigen Köder ran, der dem Fisch schmeckt, und dass, wenn der Fisch anbeißt, dass du dann auch vorbereitet bist, diesen aus dem Wasser zu bekommen, entweder alleine oder mit einem Team. Solltest du dabei Hilfe brauchen, dein Geschäftsmodell weiterzuentwickeln, die Idee so fertig zu etablieren, dass du diese Fehler nicht machst, so kannst du gerne einen Gutschein jetzt nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Unsere Berater, über 40 an der Zahl, arbeiten bundesweit. Wir begleiten dich sowohl auf der steuerlichen, auf der unternehmerischen, auf der Marketingseite, aber natürlich auch auf der rechtlichen Seite und vielen anderen Gebieten dabei, diese Fehler nicht zu machen. Gerne aber kannst du jetzt auch unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten. Und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst. Und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.